Nee, das war aber auch schon teilweise witzig, aber ich würde es nicht nochmal machen wollen. Es war eine interessante Erfahrung, die man im Leben mal gemacht haben sollte, aber nicht zweimal. Man wird merken, die Leute, die dann am wenigsten im Kopf haben, sind dann meistens die, die am meisten zu sagen haben. Und das war etwas, mit dem ich mich einfach von vornherein nicht anfreunden konnte. Und was dann auch jedes Mal bestätigt wurde, auch in verschiedenen Einheiten, in denen ich da eingesetzt wurde. Da war einer in meiner Stammeinheit, der war wirklich 1 zu 1 wie Stromberg. Der sah sogar auch ein bisschen so aus. Der immer versucht hat, seine Fehler auf andere abzuwälzen. Aber das ist ja auch kein Phänomen der Bundeswehr. Das gibt es ja im zivilen Leben auch. Ja, natürlich. So, ich stelle mir jetzt mal hier ein paar Kisten ins Haus. Muss ja auch sein. Ich hasse ja unsortierte Inventare. Ja, ich Und auch. deswegen fand ich auch deine Kisten da immer ganz, ganz schlimm, wo du alles reingeschmissen hast. Ja, das hat ja jetzt aufgehört. Ich habe ja jetzt, während du dabei bist, habe ich das alles weg. Jetzt ist das alles aufgeräumt. Stimmt. Ich Ich möchte kann mich Lob vage haben. daran erinnern, dass du vorhin mal gesagt hast, du hättest dein Inventar sortiert. Ja. Ja, habe ich gemacht. Jetzt ist Brav. alles eingeräumt. Die ganzen Kisten, die hier nur so rumstehen, die sind hier nicht mehr. Sehr löblich. Ne, eine Geschichte, die ich von der Bundeswehr noch erzählen möchte, war, wir haben verschiedene Märsche gemacht. Mit vollem Gepäck. Das heißt, wir haben irgendwie, da wurde das sogar mit einem Newtonmeter abgemessen, wie schwer unser Rucksack ist. Mit einem Judenmeter? Ja, mit so einer Spirale Ja, halt. ein Judenmeter, ich hab's schon verstanden. Oh, Ich wollte Judenmeter. wieder einen antisemitischen Witz machen. Judenmeter. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, das ist schon sehr geistreich. Ich dachte, du hast nochmal Newtonmeter gesehen. Nein. Judenmeter? Ich kenne das wegen Newton und Anziehungskraft und so. Also quasi eine Waage, die nach unten dann raushängt und da man ablesen kann. Ja, damit man Ja. den Griff vom Rucksack da halt dranhängen kann. Und das dann ein bisschen Genau. genauer sein soll. Ja, und dann wurde halt abgemessen, dass man 15 Kilo wirklich in dem Rucksack hat. Und ich weiß, das kann man sich kaum richtig vorstellen, wenn man es noch nicht hatte, aber 15 Kilo in einem Rucksack sind schon sehr schwer. Also das ist schon eine harte Belastung. Also, wenn man mal überlegt, in so einem normalen 6er-Träger Wasser sind ja 6 Flaschen, a 1,5 Liter drin und das sind dann zusammen. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja, siehste. Und dann stell mal vor, wenn du mehrere von diesen Scheißkästen da mitschleppen Tja, müsstest. also mindestens, ich glaube, 100 Kilo oder so, habe ich Ja, jetzt kurz im Kopf mindestens. ausgerechnet. Ja. Also, das ist schon eine herbe Belastung. Da musst du dann schon mal bringen. War jetzt auch neulich, glaube ich, in den Nachrichten, dass in, habe ich den Namen vergessen, in irgendeiner Kaserne in Deutschland jetzt einer gestorben ist, Okay. weil, also im Krankenhaus, glaube ich, gestorben, weil da einfach die Belastung zu groß war. Weiß nicht genau, was die gemacht haben und habe auch den Namen vergessen. Munster oder so, gibt's das? Nee, keine Ahnung. Weiß, so Kasernenstandorte, die sind immer in so Dörfern halt, Ja. wo eigentlich auch nichts anderes ist als diese Kaserne. Es sei denn, es gibt einige Unterschiede, so größere Standorte wie zum Beispiel in Duisburg gab es, glaube ich, auch oder gibt es noch einen relativ großen. Und eben Wilhelmshaven ist ja der größte Marinestandort immer noch. Da gibt es halt auch noch was anderes als diese fiese Kaserne, aber sonst gibt es eigentlich nur das da. Ich habe meine Ja. Grundausbildung auch in einem Dorf gemacht, das normalerweise, ich glaube, das Dorf gab es selber nicht und der Name des Dorfes war dann halt die Kaserne. Und sonst gab es da, glaube ich, 2 Bauernhöfe. Nur nicht mal Bauernhöfe, solche. Kennst du das, wenn du so irgendwo rumfährst und dann siehst du so einen Hof, der so eigentlich ein Bauernhof ist, aber eigentlich nur eine Wiese hat und wo dann so 2 Kühe drauf sind? Ja, ich glaube, das kenne ich. Ja, genau. So war das. Krass. War natürlich geil für so Geländeaufgaben, ne? Also Gelände hat es da ohne Ende. Wir waren in Schleswig-Holstein, da war glaube ich auch noch ein künstlich angelegter Wald da in der Nähe, der auch ziemlich groß war. Da hatten wir dann auch unsere Geländerausbildungstage dann. Die waren immer scheiße. Aber scheiße war nur die Sachen wieder sauber zu machen hinterher. Die Geländerübungen selber haben Spaß gemacht. Naja. Ja, kommt man mal raus. Ja, so ist es. Ne, was ich erzählen wollte, beim 10-Kilometer-Marsch, dann war einer, der war, glaube ich, 1,50 Meter groß oder so. Und das war einfach so eine kleine, der war auch dick. Und so eine kleine Kampfkugel war das halt, ne? Auch ein bisschen dumm. Dem mussten wir dann die Schuhe zubinden, der das alles selber nicht hingekriegt.
aber nicht ausgemustert worden. Warum auch immer nicht, weiß ich nicht. Neue Elite, keine Ahnung. Mensch. Da fällt mir auch was ein. Und zwar, also ganz kurz jetzt, damit du weiter erzählen kannst. Ich kenne auch einen, der ist auch eher ein bisschen beleibt. Und der hat gemeint, als er gemustert worden ist, der ist älter als ich, weil ich bin ja nicht mehr gemustert worden. Der hat dann auch gesagt, dass er eigentlich zur Luftwaffe wollte, da aber nicht genommen wurde, weil er zu schwer ist oder keine Ahnung. Dann Panzer fahren durfte er auch nicht, weil er nicht reingekommen wäre. Und nicht mal zur Musikkapelle hätte er zugelassen werden dürfen. Weil man dem das Saxophon nicht umschnallen konnte oder was? Ich weiß nicht, die aber... Die haben ja teilweise, ich weiß nicht, wie dieses Instrument heißt. Lungenvolumen oder sowas. Ja, es gibt ja diese Blasinstrumente, die einmal um den Bauch rumgehen. Weißt du, was ich meine? Wo man dann so reingeht. Und das ist halt so ein typisches Militärteil. Und ich glaube, da passt man dann halt auch mal nicht rein, wenn man ein bisschen zu dick ist. Mhm. Also das ist nur meine Interpretation jetzt. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Hat er auch schon ein wirklich... Ja, dickes Bäuchlein. Ja, ist halt ein Adonis, ne? Also. Gegenteil ist Adonis vielleicht. Was ist denn heiße Angelegenheit? Ofen? Ich habe einen Ofen gemacht. Geil. Ja. Nee, ich hatte schon einen. Was ich erzählen wollte, der Kleine, der war voll im Arsch. Der musste ja auch vorne laufen, ne? Das ging ja nach der Größe aufsteigend. Und der Kleinste muss dann eben nach vorne, damit er das Tempo vorgibt. Und nicht hinten so rumdackelt wie bei Frühpatrouille von Dschungelbuch. Und das war dann, vor allem so, Elefanten konnten sich ja hinten gegenseitig am Schwanz fassen. Das ging da ja nicht so wirklich. Auch wenn wir ein kompletter Männerzug gewesen sind. Es gab ja auch schon Frauen in der Bundeswehr, aber wir hatten halt da keine. Und der ist dann vorne lang und er musste das Tempo vorgeben. Aber nicht nur er, sondern auch die Ausbilder, die daneben standen und haben gesagt, pass auf, Digi, jetzt mal ein bisschen schneller hier. Der war hinterher so kaputt, dass er sich in die Hose geschissen hat. Das ist ja schlimm. Ja. Das ist auch dann für einen selber schlimm, weil es halt einen bloßstellt. Ja, das stimmt. Das kann auch traumatisch dann sein. Ja, richtig. Und er war einfach... Der war komplett kaputt, ne? Das hast du dem auch angesehen. Und das Witzige ist, das siehst du dem auch heute noch an, weil nach diesem, das war glaube ich der 10-Kilometer-Marsch nur, nach diesem 10-Kilometer-Marsch haben wir alle zusammen die Fotos gemacht, also die Zugfotos mit der ganzen Kompanie, um die dann einzurahmen. Und er hat sich glaube ich eine Stunde vorher beim Laufen in die Hose geschissen und musste dann zu diesem Fototermin. Also das war schon hart witzig. Das habe ich hier sogar noch, das habe ich sogar eingerahmt. Das will ich mal sehen. Und der guckt sehr scheel auf dem Bild. Ja, kann man sich vorstellen. Vor einer Stunde noch Hose voll. Ja. Ach ja. Also nichtsdestotrotz ist es ja auch eine Schinderei, dann bis zum körperlichen Totalausfall da schuften zu müssen, ne? Ja, ich meine, so weit muss es ja dann auch nicht gehen, oder? Nee, aber... Dann wiederum ist er auch der Einzige, bei dem das passiert ist, ne? Ja, und wieder andersrum, wenn wirklich mal Krieg wäre, dann werden die auch nicht sagen, ja, jetzt machen wir mal eine Pause. Nee, der Feind schießt gerade nicht. Richtig. Dem Feind ist das egal, ob du dir in die Hose gemacht hast. Mhm. Ach, schon wieder so düstere Themen. Da kommen fast die Tränen in die Augen. Nee, weißt du, was wirklich düster war? Den kleinen Penner dann sauber zu machen. Der konnte das ja nicht mehr. Der war ja halb. Wieso? Der war halb bewusstlos. Krass. Halb. Der hat wirklich gar nichts mehr mitgekriegt. Das war dann wie beim ersten Rambo mit. Kennst du die Szene, wo der da im Keller ist und dann mit der dicken Feuerwehr? Ich fürchte nein. Das ist auch so ein Film, den ich mir wahrscheinlich nur unter Zwang ansehen werde, weil das halt so ein Action-Film ist. Na gut. Auf die stehe ich nicht so. Also, einfach in die Dusche und dann hat er mit dem Gartenschlauch, haben wir den dann. Ja, was soll man auch noch anderes dann tun? Ja. Mit Tüchern abwischen oder so. Geht ja fast nicht. Nee. Dann direkt in den Wäschesack da die vollgeschissene Hose. Mhm. Und dann da chemisch reinigen lassen. War ja ein relativ großer Standort, die hatten dann da eine Reinigung. Ja. Es sind aber so Sachen, die man nicht wirklich braucht. Ja, das muss ja nicht sein.
Ja, also liebe Zuschauer, wenn ihr vorhabt, zur Bundeswehr zu gehen, könnt ihr eigentlich genauso gut einen Pflegeberuf ausüben, denn teilweise deckt es sich anscheinend. Ja, ist auch ein sicherer Beruf, ne? Ja, man wird nicht so leicht erschossen, glaube ich, zumindest. Kommen wir jetzt drauf an, was da die alten Leute so im Handschuhfach rumliegen haben. Also, wenn ich einen tätowierten Pfleger hätte, würde ich aber auch mit einer Magnum da. nicht, dass ich was gegen tätowierte Leute hätte. Das ist nur ein Witz, der auf die Facebook-Seite tattoofrei anspielen soll. Das dachte ich mir. So, jetzt muss ich gucken, dass ich hier nicht draufgehe in Minecraft. Vielleicht mal ins Bett gehen, das wäre gut. Ja, das mache ich. Mache ich doch glatt. Jawohl. Ich bin erstmal hochspringen. So. Man kann jetzt auch bei Minecraft aktivieren, dass der Minecraft Freddy, wie du ihn mal liebevoll genannt hast, von selbst springt. Das halte ich ja für sinnlos. Nee, ich will das ja selber kontrollieren. Ja. Also wer das mag, von mir aus. Aber für mich ist das nichts. Nö, für mich auch nicht. Man kann jetzt auch endlich, ich habe schon so lange gewartet, Untertitel anmachen und hört dann die Geräusche, die man macht. Also von mir aus. Echt? Das geht? Das glaube ich jetzt. Was sagt ihr denn? Wo ist das? Bei Sprache? Nee. Optionen? Unicode? Nee, das ist nicht. Musik und Geräusche. Musik. Genau, und ganz Untertitel anzeigen, ja, das habe ich jetzt. Ja. Kumut, Schritte, Schafen. Genau, rechts unten das, glaube ich, oder? Ja, das ist ja voll geil. Kumut, Schaf, Huhn gackert, Schafmäht, Schritte. Schritte in irgendeine Richtung. Das ist aber auch richtig gruselig, ne? Ja. Spinne, spinnt. Was machen Spinnen denn hier? Zischen oder was? Ich weiß es nicht. Das ist doch geil. Danke, dass du mir das erzählt hast. Bitte. Das hat die Menschheit und vor allem die Minecraft-Spielerschaft gebraucht. Ja, natürlich. Ich weiß jetzt, mein Leben ist jetzt anders. Komplett. Ich habe ja auch gern Untertitel an. Also nicht nur in Minecraft, sondern auch bei Filmen. Bei deutschen Filmen eher weniger. Ja. Aber wenn ich mir dann doch mal was auf Englisch ansehe, dann eigentlich lieber mit Untertiteln, weil ich schon den Großteil verstehe, aber wenn ich es halt nicht verstehe, ich will halt dann alles verstehen. Ja. Und mitlesen, man muss halt einigermaßen gut lesen können, ich glaube, das kann ich, und Untertitel anschmeißen und gut ist. Ich finde es halt nur ein bisschen anstrengend, dann immer nur den Blick auf die Untertitel gehaftet zu haben. Ja, das stimmt. Es gibt aber auch so Serien, die haben wir erst auf Englisch angefangen und dann der Bequemlichkeit halber und weil man wirklich alles mitkriegen möchte, dann auf Deutsch weitergeguckt. Zum Beispiel bei Hannibal haben wir das so gemacht, weil die da teilweise ein bisschen nuscheln und dann haben wir gedacht, ja, das ist halt jede Information in dieser Serie wichtig. Und wenn du da eine nicht mitkriegst, dann nicht. Dann kannst du nicht mehr weitergucken. Ja. Ich kenne jetzt die Serie, also ich kenne die Serie, aber ich hab sie noch nicht gesehen. Ja, ist ja wieder mit Gibt's Action, auch, ne? Ja. Ja, und auch so ein bisschen Menschen essen und so. Ja, also es ist schon sehr grafisch. Das ist nichts für mich. Für mein zartes Gemüt. Da falle ich nur in Ohnmacht. Ja, das verstehe ich aber auch manchmal. Es gab so wirklich Phasen in meinem Leben, da habe ich mich gefragt, warum guckst du dir so einen Scheiß eigentlich an? Da fällt mir wieder was ein. Und zwar, Priest und Du haben sich, glaube ich, den Film angesehen. Wie hieß der? Diesen Olaf von Ippen, Dings da, Last, irgendwas. Weißt du gerade, was ich meine? Nee. Der eine Splatter-Film war es, glaube ich. Olaf. Ja, ich glaube, so hieß der. Olaf von was? Du kennst den Regisseur, aber weißt nicht, wie der Film heißt? Ja. Ich glaube, jeder Neurobiologe würde gerne mal dein Gehirn auf den Tisch hören. Wie heißt der Olaf von? Ippendorf, kann das sein? Nee. Olaf von Ippendorf. Ich weiß es nicht. Den Namen hast du ja ausgedacht jetzt. Ja, wahrscheinlich. Nee, nicht Wrong Turn, sondern ich weiß, welchen du meinst. Ja, ich weiß aber auch nicht mehr, wie der hieß. Mit
mit den Leuten, die da am Tisch sitzen und eigentlich essen und dann umgebracht werden. Da geht's irgendwie um so ein Mittelalter-Ritual. Ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß.